Kniechel! Hallo ihr Lieben, ich bin's, euer Kniechel. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin vom Beruf Schauspieler, Moderator und Sprecher und ich habe hier auf YouTube versprochen, dass ich auch immer mal sage, wo ich gerade denn zu sehen bin. Ne? Man darf es ja oftmals lange Zeit überhaupt nicht verraten oder man dreht so die Sachen und dann dauert das manchmal Monate, manchmal auch ein Jahr, bis das ausgestrahlt wird oder so und man darf es einfach nicht verraten, so wie bei Leider Lustig. Das lief ja jetzt gerade die letzten Folgen auf, wo ich mit dem SpongeBob-Sprecher zusammen einen Sketch gedreht habe. Vielleicht haben mich manche sogar gar nicht erkannt, beziehungsweise Freunde haben mich sogar angerufen und haben mir gesagt, sag mal, warst du das? Ja, ich war das. Ich verstehe ja auch mal dann immer so meine Stimme. Ich, dich, Quatsch. Ein Schaf, ein Busch und ich mittendrin. Mist. Ja, ist egal. Da gibt es ja auch Videos für. Ihr könnt ja dann da so mal anklicken zum Beispiel. Aber egal, heute erzähle ich euch von zwei Sachen, in denen ich momentan zu sehen bin. Einmal habt ihr euch vielleicht schon gewundert, so wenn ihr mir auf Instagram folgt, in den Insta-Stories, zeige ich ja immer wieder, da meine Freunde schenken mir in letzter Zeit immer so ein Stuff hier zum Beispiel. Ich kriege momentan so unglaublich viele Einhorngeschenke. Das liegt daran, und viele Grüße an JT übrigens, der sich vielleicht köstlich amüsiert, weil jetzt bin ich selber schuld, wenn ich das so in die Öffentlichkeit raustrage. Ja, ich habe ein Einhorn gespielt für eine Hotelkette, die in diesem Video, also das Einhorn erklärt Kindern, wie man Betten bezieht. Das kann man sich in den Hotels oder Hostels ansehen. In den Hostels muss man ja Betten beziehen. Das kann man sich da angucken. Man kann es aber tatsächlich auch auf YouTube sehen. Sie haben es auf YouTube hochgeladen. Den Link, den poste ich euch hier unten. Oder werde es auch am Ende mal zeigen. Hier so verlinken. Ja, und dieses Video ist so weird. Das ist irgendwie, ja, ist es schon wieder kultig? Ich weiß nicht. Für JT glaube ich auf jeden Fall ja. JT kennt ihr ja wahrscheinlich noch aus meinen Musical Company Vlogs. Auf jeden Fall werde ich mir das wohl in 30 Jahren noch anhören können, dass ich mal dieses Einhorn war. Ist nun mal mein Job, den habe ich mir ausgesucht. Aber es macht auch Spaß. Also der Dreh war auch unglaublich lustig und die Leute waren auch toll, das ganze Drehteam. Aber ihr habt das wahrscheinlich auf Insta-Stories gesehen. Und das zweite, was ich gerade öffentlich bekannt geben darf, ist, dass ich einen Psychiater gespielt habe. Passt ja, erst Einhorn, dann Psychiater. Und zwar bin ich jetzt ganz offiziell für eine Storage-Firma, der Doc Pure nennt sich der Charakter. Und der Doc Pure hat übrigens schon eine eigene Website, die könnt ihr auch hier unten anklicken in der Videobeschreibung. Und auf dieser Website, also das lohnt sich übrigens, wenn ihr das auf dem PC guckt. Auf dem PC gibt es mehr Kniechel zu sehen als auf dem Mobilgerät. Aber es gibt zwei Videos da zu sehen, schon von dem Doc Pure und vielleicht gibt es noch viele weitere. Mal gucken, wie das so weitergeht. Auf jeden Fall ist diese Website www.doc-pure.com an den Start gegangen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Das ist natürlich alles ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen. Dieser Doc Pure, dieser Psychiater. Aber auch das macht mir unglaublich viel Spaß, diesen Doc Pure zu verkörpern. Und ja, das mal ein kleiner Einblick in Sachen, die ich gerade so mache. Und ich hoffe, es hat euch gefreut. Dann, wenn dem so ist, dann sagt mir das doch ruhig mal in den Kommentaren, wie ihr das überhaupt so findet, wie ich jetzt momentan so auf YouTube vorgehe. Ob ihr das so mögt. Ansonsten wünsche ich euch schon mal schöne Weihnachten. Wir sehen uns. Bis dann, euer Kniechel. Rock'n'Roll.